Jo, was geht ab, die Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gears of War 4. Es geht weiter. So. Da ist Munition. Taxi. Und let's go. Gott verdammt! In Deckung! Aus Rauch! Kauf! Und jetzt auch noch drum! Mach sie weg! Eingegraben, kann ihn nicht treffen! Vorschläge! Na schön, wir können... Hier ist alles sicher! Und nun? Jetzt können wir rüber! Hey, helft mir doch mal! Was machst du da? Das Ding ist doch seit langer Zeit tot! Naja, ein Versuch ist es wert. Ich hoffe aber, dass die Bomben in dem Ding noch scheppern. Sehen wir mal, was das Ding drauf hat. Starte noch eine. Einer rein. Feuer die Bomben in Richtung Turm. Speed. Feuer die Bomben auf den Turm. Doch dabei. Jetzt geht's ab. Wir müssen den Turm abknallen! Und nochmal! Da ist er! Nochmal! Scheiße! Drohnen!
Großartig. Den Regen mit dem Schwarm ausgetrieben. Ernsthaft? Damit kann ich was anfangen. Okay, let's go. Pass auf, Scharfschütze! No big deal. Leute, wir müssen los. Der Sturm wird immer heftiger. Achtung, da ist ein Nest. Dafür, dass wir erstmal hier drinnen bleiben. Ich. Genau hier. Okay, das ist schon Ironie pur. Ein Kraftwerk ohne Strom. Klar, das ist Mist. Technisch gesehen aber keine Ironie. Könnte sein, dass der Strom hier nicht ankommt. Dann müssen wir das reparieren. Wenn das Umspannwerk tot ist, ist es auch der Funkturm für die Verstärkung. Das kann allerdings sein. Wo gehen wir überhaupt hin? Spire. Ist das eine Chorbasis? Nein, eine Stadt. Ist seit Jahrzehnten verlassen. Hoffen wir mal, dass der Funkturm überhaupt noch geht. Strom hin oder her. Hey Dad, sieh dir das mal an. Der Schalter leitet die Hauptversorgung um.
Klasse. Jetzt haben wir hier und in Speyer wieder Strom. Setzen wir den Funkspruch ab. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Da wollte jemand unbedingt vermeiden, dass irgendetwas durchkommt. Hey, diese Transformatoren bringen mich auf eine Idee. Überprüf die Konsole. Vielleicht können wir die Kerne entlüften. Seht ihr das? Ein paar Schüsse auf den freigelegten Kern sollten reichen, um das System zu überlasten. Und erzeugen eine gewaltige elektrische Entladung, die uns den Weg freit. Großartige Idee! Verdammte Scheiße! Okay, Dad, du hast das alles schon mal gemacht. Nein, aber nah dran. Komm schon. Die Sturmfront wütet noch immer. Wenn wir Glück haben, ist sie vorbei, wenn wir hier rauskommen. Dachte, wir hätten schon festgestellt, dass Unglück unser Truppenname ist. Ja, hätte ich auch gedacht. Hab sie! Marcus, deine Verstärkung. Wird sie uns wirklich helfen? Hab ihm beim Haus gesagt, dass ich vielleicht Hilfe brauche. Er wartet sicher schon ungeduldig am Funkgerät. Ja, ich schätze, wir müssen einfach nur abwarten, oder? Na, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Haben wir hier? So, jetzt traden mal kurzzeitig. So, und weiter geht's. Was? Wer? Er hat meine Mutter entführt. Sie ist da, wo sie hingehört. Kate, hör da nicht drauf. Sag mir, wo meine Mutter ist. Der Weg zu deiner Mutter führt über mich. Alle auf den Dingern sind unzerstörbar. Schießt auf den Schorf! Konzentriert das Feuer auf den Schorf! Geister, ne? Tut Gott das nicht! Wir brauchen etwas anderes! Hey, die Transformatoren! JD! Versteck! Kannst die Transformatoren von dort oben öffnen! Ausch! Das war's! Transformator ist offen! Schieß auf den Kern! Feuer frei! Na
bedeutet keine Kugel. Die Waffen sind mit diesem Kristallzeug bedeckt. Ich mache jetzt hier mal einen Folgen-Break. Ich bleibe mal fürs Zuschauen bis zum nächsten Part von GS of War 4. Bis dahin, haut rein und tschüss.